Jo Leute, was geht? Heikes ist mal wieder am Start mit einer neuen Folge Let's Play Fliff. Jo Leute, selbe Stelle, selbe Welle. Wir sind immer noch ein bisschen am Grinden, ja. Wir sind jetzt Level 38, fast 60% gleich. Also ich habe offscreen ein bisschen weiter gelevelt. Wir haben 31 Clock Hertz, also wir sind da relativ auf gutem Wege. Hylina hat Level 26 erreicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich habe nämlich jetzt Beef Up auch gemaxt. Also wir haben jetzt Haste Level 20 und Beef Up Level 20. Und ja, ich hatte halt erst überlegt, die Skillpunkte jetzt wirklich für Accuracy aufzusparen. Aber ich habe mir gedacht, bis Hylina Level 30, 35 ist, hat sie ja wieder ein paar Skillpunkte. Natürlich wird Accuracy da nicht direkt Max Level sein. Aber so schlecht treffen wir aktuell nicht, finde ich. Also natürlich haben wir noch ein paar Mist drin, das ist ganz klar. Aber ihr seht, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir jetzt hier erstmal nochmal kurz auf Beef abgehen, nochmal ein bisschen zusätzlichen Schaden abholen. Und dann läuft das halt, ne? Ja. Quest-Items technisch, hier, wir haben halt 32 Clock Hertz, wie ich ja schon gesagt habe. Wir haben 13 Golden Apple, das heißt, die Quest können wir gleich abgeben. Wir haben wieder einiges an Event-Items. 6 davon, 5 davon, 4 davon, macht insgesamt 15 Stück. Das heißt, wir haben wieder 15 Millionen plus die 2 Christmas Spirits durch die Golden Apple Quest, also wieder 20 Millionen drauf. Das heißt, wir sind so Pi mal Daumen jetzt wieder bei, ja, 30, 40 Millionen, sage ich jetzt mal. Den Token können wir auch noch verkaufen. Jetzt wieder zweimal Earth gekriegt. Also wir sind jetzt bei, ja, wie gesagt, ich Pi mal Daumen jetzt mal so 40 Millionen würde ich jetzt mal im Raum werfen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die über 100 Mio-Marke geknackt. Und ja, ich denke mal, wir sind auf einem sehr guten Weg. Man muss überlegen, für die Zeit, die wir jetzt gespielt haben und vieles haben wir auch noch rumgegammelt. Wenn er, wie gesagt, das habe ich ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, wenn du wirklich konstant hier alles durchgrindest die ganze Zeit, dann hättest du, also dann kannst du bei diesem Event so viel Asche machen, ne? Also wirklich so mega viel Asche. Das ist nicht mehr feierlich, ne? Gut, wir sind jetzt 34 Clock Hertz. Einen brauchen wir noch und dann werden wir zu den Hobos gehen. Wir werden jetzt hier nicht noch Level Up machen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich laufe halt noch näher an den Giant ran, Alter. Egal, machen wir die da. Dann werden wir erstmal, glaube ich, zu den Hobos gehen und da die das Item holen. Und dann werden wir erstmal kurz, glaube ich, in die Stadt gehen. Was haben wir hier? Oh, ein Teddybär. Ein Teddybär können wir, glaube ich, auch wieder machen. Ja, jetzt haben wir auch ein Head. Jetzt haben wir wieder alles parat und können uns die Farbe diesmal auch aussuchen. Ich hätte natürlich am liebsten noch einige Attack-Bären, also mit dem, der Bär, der Attack gibt. Wir haben, glaube ich, bis jetzt nur den, genau, für Verteidigung und HP. Zum Leveln machen ist natürlich der mit Attack sinniger. Habt ihr halt noch zusätzlichen Schaden. Also, normalen Schaden halt, ne? Nicht so einen Schaden, wie ich habe, weil so ein Schaden, wie ich habe, der ist halt nicht gut, ne? Schaden im Sinne von Damage. Kein Schaden am Kopf. Den habe ich nämlich. So, jetzt mal gucken. Ja, jetzt kriegen wir natürlich jetzt hier gerade keinen mehr zusammen. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt den letzten relativ schnell kriegen. Deswegen habe ich auch die Aufnahme gestartet, aber irgendwie ist es gerade nicht so. Dafür droppen wir die Dingens-Items gut. Jetzt haben wir eine Storm-Suit gedroppt. Ja, okay. Das ist halt nur NPC-Schrott. Sie läuft halt auch wieder zum Boss. Es ist so lächerlich. Na, noch ein Earth. Das heißt, wir sind jetzt schon bei knapp 20. Ja, brauchen wir halt noch ein paar. Ja, gut. Ja, komm, eventuell machen wir das Level Up jetzt hier dann auch noch, weil wir sind jetzt halt schon mega nah dran am Level Up und bis wir dann jetzt den einen Clock Herd auch noch haben. Ich buff mal ganz kurz nochmal durch. Ja, möchtest du dann auch mal absteigen von deinem Board? Danke. So. Haben wir nochmal einmal ganz kurz die Bass gekriegt von der Tante. Die ist übrigens jetzt auch gleich Level 27. Das heißt, wir kommen hier wenigstens voran. Okay, haben wir immer noch nicht gedroppt. Es kann doch nicht so schwierig sein, ein Clock Herd zu droppen. Ich bitte euch. Wir haben gleich selbst hiervon nochmal zwei. Also 25 von den Christmas Spirits. Und dann haben wir da auch nochmal zwei Golden Snow Crystals. Das heißt, wir haben allein durch die Golden Snow Crystals dann schon gute 45 Millionen. Also ist schon geil, ne? Zusätzlich zu den anderen, dann wären wir schon bei 60. Eieiei. Leute, wir machen hier gerade so viel Cash.
Cash, Cash. Okay, jetzt haben wir die 35. Ja, jetzt werden wir hier auch mal erstmal aufhören. Ja, wobei, Heiline braucht noch ein Monster. Das machen wir jetzt nochmal eben. Einfach aus Prinzip, weil sie jetzt nur noch ein Monster braucht, um Level Up zu sein. Das geben wir ihr jetzt noch. Dann ist sie nämlich Level 27. Zack, herzlichen Glückwunsch. Komm, schreiben wir auch mal kurz in den Chat. Wir sind ja gnädig, so. Ne? Ach, guck mal, sie antwortet sogar. Das ist ja süß. Ist ja süß. Heikesohn 12 macht Selbstgespräche mit Anime-Figuren. Yay! Und was haben sie so erreicht in ihrem Leben? Ja, ich mache gerne Selbstgespräche mit Anime-Figuren im Internet. Hm, die sind eingestellt. Perfekt. Genau sowas wie sie brauchen wir auch. So, wo kriegen wir ihn denn? Captain Hobo. Ah, ich glaube, das war doch auch so ein ganz minimaler Spawn nur, ne? Oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher, wir müssen auch aufpassen, dass wir die alte nicht verlieren, ne? Aua. Ich glaube, das war nur ein ganz kleiner Spawn hinten mit, ich glaube, 5 Monstern oder so. Bin mir auch nicht ganz sicher. Also Drop Skills ist natürlich hier echt nicht am Start. Ich glaube, wir später noch weiter grinden sollten, aber ich denke mal... Ah, gucken wir mal. Sind das die Captains? Das sind Smalls. Das sind die Normals. Ja, ich meine, das wäre echt nur so ein lächerlicher Spawn da hinten gewesen. Das ist auch noch ein Normal, glaube ich. Da ist der Giant. Ah, hier sind die Captains. Okay. Die sehen halt auch lustig aus, ne? Können wir ein bisschen reinzoomen hier. Na, jetzt habe ich den natürlich... Lol, haben wir direkt das Hobo-Sword gekriegt. Okay. Wir gucken uns die auch nochmal kurz an. Wenn man jetzt mal so im Detail wirklich sich mal die Monster anguckt, sehen die teilweise echt nicht schlecht aus, ne? So, wir werden jetzt erstmal kurz nach St. Morning die Quest abgeben. Du bleibst hier mal ganz kurz stehen. Wir haben auch noch Erweck-Scrolls, das heißt, wir können auch nochmal das ein oder andere Item erwecken. So, jetzt müssen wir zum Bürgermeister, glaube ich, ne, oder? Ja. Dann kriegen wir eine Elemental Cardbox. Okay, da ist nur Schrott drin. Da sind halt nur Ele-Karten drin, also Elementkarten, die bringen uns halt nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt so viel kriegen, dass wir Level Ups... Ah, nee, Hobos sind... Welches Level sind die? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ich denke mal, wir werden nicht viel kriegen, oder? Oh, 7%! Jetzt müssen wir zurück nach Flaris oder was? Ja. Und dann kriegen wir das Level 30er Set. Ich weiß gar nicht, was das gibt. Das können wir uns ja dann auch nochmal anschauen. Das ist gut. Ja, ich denke mal, also ein Level Up können wir auf jeden Fall noch machen, weil dann können wir die Kalin-Quest nämlich abgeben und dann sind wir direkt noch ein Level Up. Was hat die jetzt gesagt? Erreiche Level 40 und dann komm wieder. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt echt dein Ernst? Jetzt muss ich nach St. Morning wieder zu den Card Puppets gehen, um... Nicht ganz 8% zum... Okay, doch, 8% schon, aber... Nicht ganz 9% zu machen. Ist das jetzt echt euer Ernst hier? Ja, gut. Was muss, das muss. Dann müssen wir jetzt nochmal wieder kurz zu den Card Puppets eben das Level abmachen. Ich besorge Heiline schon mal hier wieder dahin in die richtige Richtung. So. Ja, ist natürlich jetzt echt ein bisschen ärgerlich. Aber, naja. Also Accuracy kriegen wir mit Level 30. Okay, bis dahin hat Heiline lange noch nicht wieder die genügend Skillpunkte. Aber naja, egal. Ist ja jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Also so heftig missen wir jetzt auch nicht mehr. Was gibt nochmal Cannonball? Das war Dex, ne? Ich meine, das wäre Dex gewesen. Oder wir machen doch erst Heap ab oder Quickstep. Ich weiß halt nicht, Leute, jetzt mal im Ernst. So viel missen wir eigentlich nicht, oder? Also wir werden uns das gleich jetzt nochmal bei den Card Puppets da nochmal genau anschauen. Aber ich meine wirklich in Erinnerung zu haben, dass wir da echt gar nicht so viel missen. Aber das gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Ich meine, das hält sich sogar eigentlich in Grenzen, oder? Müssen wir jetzt gleich mal gucken. So, gucken, dass uns hier die beiden Tunneltäubchen hier entgegenkommen. Wenn man überlegt, wie lange die schon online sind und die haben erst so wenig Treue-Level. Also eigentlich müsstest du die tagelang wahrscheinlich stehen lassen. Ich wollte schon sagen, die fliegen jetzt hier wohl nicht an sich vorbei. Ah,
Da machen wir jetzt hier eben das Level ab. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch in den 1 Minute 30 schaffen hier, dass wir nicht nachbuffen müssen. Okay, wenn wir natürlich jeden Hit missen, dann wird das nichts. Oh, das ist ausgelaufen. Wobei ich mir auch noch nicht tausendprozentig sicher bin, ob wir von dem Clockhurt, also von dem Questies direkt ein komplettes Level kriegen. Also am Anfang ist es ein komplettes Level. Das weiß ich. Ab Level 60 sind es, glaube ich, 20%. Oder waren es 50? Och, Leute, es ist schon so lange her. Also am Anfang kriegst du auf jeden Fall ein ganzes Level. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür noch gilt. Bin ich gleich echt mal gespannt. Oh, Earth, Golden Apple, nochmal ein Clockhurt. Weißt du, jetzt droppst du die Scheiße. Und jetzt, wo du schon 35 hast und keine mehr brauchst. Oh, das wird ganz knapp. 30 Sekunden noch. Na, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen echt nochmal nachbuffen. 20 Sekunden? 20 Sekunden? Nochmal ein Clockhurt. Ja, jetzt. Es ist so lächerlich, ne? Jetzt droppt die ganze Kacke die ganze Zeit. Hauptsache, Helena hat auch schon wieder 20%. 7 Sekunden. Nein, wir haben uns das doch als Ziel gesetzt. Nein, das wird nichts mehr. Wir müssen noch einen danach killen. Ach, schade. So, du kannst schon mal stehen bleiben hier. Und Level up. Nice one. Oh, haben wir jetzt hier einen Break gekriegt? Ah, ne, ich dachte schon. Da kann sein, dass wir einen Attack Speed Break noch mitgemacht haben. So, Town Blink Wing. Hauptsache, wir landen jetzt nicht in Ferris. Weil Problem ist, wenn du hier vorne bei der Wüste der Illusion, wenn du da einen Town Blink Wing machst, dann bist du nämlich in Ferris und nicht in St. Morning. So, ist jetzt hier nicht der Fall. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt gehen wir mal erstmal die Kalins ab. Jo, Tatsache. Wir haben noch ein ganzes Level gekriegt. Geil. Oh, seht ihr, jetzt haben wir nämlich 72% Attack Speed und jetzt durch zwei Decks haben wir 76. Haben wir 4 Attack Speed nochmal dazu gekriegt. Geil. Ja, Level Up noch gemacht, jetzt sind wir Level 40. Jetzt können wir sogar eine Gilde gründen. Wollen wir aber aktuell gerade nicht. Vielleicht später mal. So, jetzt misten wir mal erstmal ganz kurz hier aus. Ja, die wird keiner haben wollen. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Haben wir sogar heute einiges geschafft, ehrlich gesagt. Das muss weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. So, das kann weg. Ich weiß, das Inventar ausleeren ist halt echt immer langweilig, aber müssen wir ja machen. Ja, komm, die verkauft sowieso kein Mensch. Das kann auch weg. So, ja, jetzt haben wir hier noch Clockhurts. Dann machen wir, die lagern wir ein. So, jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt. Jetzt werden wir das mal aufmachen hier. Bringt das irgendwas Vernünftiges? Def, Crit Rate und Genauigkeit. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir werden das so machen, wir werden jetzt erstmal im Inventar lassen und wir werden das dann mal live beim Leveln mal testen. Wenn wir das nächste Mal fett leveln gehen, ein bisschen länger, dann werden wir echt mal gucken, welches Set sich besser macht. Weil das eine ist halt, glaube ich, plus 5, ne? Ja. Ich glaube, das gibt nämlich von sich aus schon Genauigkeit auch mit dazu, ne? Boots fehlen noch. Ja, da ist halt 10 Genauigkeit, 3% Blocken und HP-Rate, dadurch, dass es halt plus 5 ist. Naja, wir werden jetzt erstmal zurück nach Flaris gehen. Und ihr wisst schon, was jetzt kommen wird. Erstmal ein paar Quests abgeben und richtig Asche scheffeln, Leute. Jetzt wird zum Abschluss der Folge, die ja jetzt gleich vorbei ist, werden wir jetzt nochmal richtig Asche machen. Patte, patte, patte in der Louis-Tasche. Wer das Lied kennt, Leute, Daumen hoch, wer das Lied jetzt gekannt hat. Jetzt werden wir erstmal noch die Quests abgeben. Golden Apple können wir abgeben. Ja, das war's auch schon, ne? Ja. Naja, immerhin, ne? Immerhin, Leute. Und, ach ja, und die Teddybär-Quest können wir auch einmal machen. So.
Dankeschön. Und die Teddybear-Quest. Und... danke. Nehmen wir den mit Angriffskraft nämlich. Oder er hat sogar PvP-Schaden. Zack. So, jetzt haben wir 3 Golden Snow Crystals und eine Red Sox. Da kann man Items raus erhalten, aber allerdings weiß ich halt nicht, Kosten Nutzen halt, ne? Wir werden jetzt mal kurz auf dem Marktplatz gucken, wie viel die wert ist. Und ansonsten packen wir die halt alles auf dem Marktplatz drauf. Okay, der hat hier für 20 Millionen drin. Das erscheint mir doch ein bisschen viel. Na, wir werden das jetzt erstmal so machen. Da kümmere ich mich dann offscreen nochmal drum. Die werden wir wieder reinpacken für 10. Zack. So, dann werden wir die reinpacken. Oh, das war eine 9 zu 4. Oh, Golden Apple doch nicht die, ja. Die werden wir reinpacken. Und die werden wir reinpacken. So, jetzt die Frage, ob wir den... haben wir denn noch Preise für den Token? Christmas Token. Ne, da gibt es gerade keine drin. Da werde ich das nochmal recherchieren, Leute. Ich werde offscreen nochmal recherchieren, was die Token und die Red Sox so rum wert sind. Und dann werde ich die auch nochmal verkaufen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt Let's Play Fluff mit mir, dem Hikesoon. Bis dahin, Leute. Macht's gut, haut rein. Peace out.